Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Dank einigen sehr großzügigen Spenden, zum Beispiel von XXLeon, irgendwelche Zahlen XX, habe ich es endlich geschafft, beziehungsweise in ziemlich kurzer Zeit geschafft, die über 100 Arcane-Schatten zusammenzubekommen. Und zwar sind es jetzt nicht wie bei Genesson 106, sondern, oh Gott, jetzt habe ich es gar nicht ausgerechnet, 64 plus 52, 116, also 116 Arcane-Schatten. Und die werde ich jetzt öffnen. Und in meinem Titel steht natürlich 100 plus 1 Arcane-Schatten Opening. Denn es ist ja praktisch, also das habe ich ja nicht wirklich gemacht, weil es so super sinnvoll ist, sondern gemacht, weil Genesson das so gemacht hat und ich sagen würde, okay, der kann das, dann schaffe ich das doch auch. Ja, das Problem ist, das kostet immer ein bisschen was an Stars, darum hoffe ich, dass ich mit meinen 400k da durchkomme. Aber wir beginnen einfach mal. Dann beginnen wir mal slash ACL. Dann mache ich hier slash, habe ich nicht hier schon mal slash Alchemist gehabt? Lol. Slash Alchemist, so, ACL. Und dann beginnen wir einfach mal hier mit dem Öffnen der ersten. Ihr wisst, es kann ein Immortal-Shard rauskommen. Es ist halt nur ziemlich unwahrscheinlich. Und hier, see what's inside. Lol, das ist schon mal richtig krass. Kann man eigentlich auch so machen? Nee, aha. Das ist so eklig aufwendig. Man muss die ganzen einzeln nehmen und da rein. Lol, Alter, kommt da viel Dust raus. Lol. Ja, okay, das war jetzt natürlich weniger gut. Das auch nicht. Komm, jetzt irgendwie mal so ein Stack Greater, das wäre doch geil. Oh, komm, ganz viel das. Nochmal 20. Nochmal Stack. Also ab so, sagen wir mal, 50 Arcane das. Kann man damit schon zufrieden sein. Aber komm, da muss doch mal was Krasses rauskommen. Ganz viel Greater Arcane Dust. Oder ein Immortal Shard. Okay, auch nicht. Ah, oh, man. Ich glaube, ich mache das mal so als Zeitraffer. Leute, ich bekomme auch übelst viele Bonus-XPs, wenn ich das mache. Ich mal gucke, ich habe jetzt 1539. Wenn ich jetzt das hier reinpacke. Ach so, ich kann nur 150 pro Tag bekommen. Ansonsten würde ich jetzt super viel mehr bekommen. Ja gut, ich müsste mir jetzt rankaufen, dann würde ich auch noch mehr bekommen. Also noch mehr Bonus XP. Die letzte Arcane Shard Alchemizen. Okay, es kam nur Lesser Arcane Dust raus. Guck mal, wir haben keine Immortal-Shard bekommen, aber ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, denn die Chance dazu liegt irgendwie bei 1 zu 1 Million oder so. Also, da ich eh generell eher weniger lucky bin, habe ich das auch nicht erwartet. Meine ganzen Schwerter und so, tue ich jetzt mal hier unten rein. So, jetzt habe ich hier eine Doppelkiste voller Dust. Mal sehen, was ich damit mache. Ich denke mal, ich werde das verwenden, um mit meiner Gottrüstung zu beten. Ja, ich denke mal, das wird das Sinnvollste sein. Und ich glaube, weil das Opening jetzt nicht so viel Platz eingenommen hat, können wir damit auch schon mal beginnen, oder? Ich habe hier schön 10.000 XP. Die ziehe ich mir da erstmal rein. Neustart erforderlich. Was? Wählen Sie diese Meldung aus, um die Nutzerzeit zu ändern oder jetzt einen Neustart durchzuführen? Nein, ich möchte jetzt nicht neu starten. So. Body of the Immortal. Was brauche ich davon nicht? Self-Destruct. Runter damit. So, mal gucken erstmal, habe ich Unbreak King 6 irgendwo rum? Nicht. Platzer, Guillotine. Sieht nicht so aus, als hätte ich hier irgendwie einen Unbreak. Doch, hier ist ein Unbreak King 6. Geile Sache. Dann runter kann Evasion 5. Brauche ich hier nicht. Das ist natürlich successful. Was brauche ich noch nicht? Unbreaking 3 brauche ich nicht. Was brauche ich? Noch nicht. Ja, es kann eigentlich alles runter außer Tank. Was?
Ich habe nicht genug Level. Ist das denn Ihr Ernst? Als ob mir ein XP-Dings dafür fehlt. Okay. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einerseits könnte ich natürlich einfach so machen. Und die Spinne dann töten. Natürlich hat sie kein XP getroppt, wegen Bleeding. So. Oh mir. Boah, wie wenig XP fehlt mir denn jetzt bitte schön noch? So. Level 20. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Zack. Rein. Da. Free 6. Disenchanten. Und jetzt ist noch drauf Tank 5 und Schutz 6. Genau das, was ich haben will. Jetzt habe ich hier so einen coolen Soulstone. Und brauche ich natürlich wieder ein bisschen Dust. Nehme ich mir einfach mal was mit. Und muss, glaube ich, jetzt hier schon mal an meine Vorräte dran. Nehme mir einen Stack Emerald-Blöcke raus. Gehe zum Spawn. Und Soulbounte schon mal mein erstes Gottrüstungsset. Denn mit meinem Schwert, da will ich erstmal warten. Ich überlege, ob ich das nochmal alles disenchante und dann einfach 7 Soulbones oder so draufpacke, damit es nicht so teuer wird. Also, hier. Plus 860k, 864k. Das ist ganz nice, damit kann ich auf jeden Fall hier beim Sorcerer dann Soulbounten. Soulbound Item. Tankrüstung. Hier hast du das. Die Stars sind da. Perfekt. So, ich hoffe einfach mal, dass der Dust, den ich dabei habe, ausreicht. Oh ja, wie viel kann ich rausnehmen? Ich will doch eigentlich nicht gleich alles nehmen. Mal gucken, wenn ich jetzt sage, ich mache das so, Soulbound Items, halber Stack rein, bringt 800, also 32 Stück bringen 800, das heißt 64 bringt 1600, das heißt, ich brauche anderthalb Stacks, und so, genau. Und damit ist meine Chestplate gesoulbounded. Geil. Damit habe ich jetzt hier den ersten Soulbound auf dieser Chestplate. Ich weiß nicht, ob ich da noch mehr drauf packen sollte. Ich denke schon. Aber fürs erste reicht es mal. Dieser eine. Und dann gucken wir mal, was da alles so draufgepackt wird. Also, einerseits brauche ich natürlich jetzt erstmal meine Level Deathless Sorcerer. Bisschen Arcane Dust rein. Ach du Gott. So wird das ja gar nichts. Und jetzt so. Was? 50% Return Rate? Und das schon von 100? Hä? Was läuft denn hier falsch? Slash Sorcerer? Hallo? Ich mach's jetzt einfach so. Also, das war jetzt schon ein bisschen viel Money, was die haben wollten. So, Unbreaking 6 drauf entschaltet. Schutz 6, Haltbarkeit 6. Tank 5 ist da jetzt schon mal drauf. Jetzt gucken wir mal, was davon so alles drauf gehört. Einerseits hier natürlich Evasion 10. Bunny Boost. Warte, das war falsch. Hier. Bunny Boost kommt auch drauf. Zack, rein. Bunny Boost enchanted. Evasion 10 enchanted. Jetzt ist schon drauf. Schutz 6. Haltbarkeit 6, Evasion 10, Bunny Boost und Tank 5. Also die Chestplate ist jetzt schon richtig krass. Aber das wird noch viel besser. Hab ich, mal gucken, hab ich hier Freeze oder irgend sowas ähnliches. Lucky brauche ich noch. Mal gucken, irgendwo muss ich Lucky doch bestimmt disenchanten können. Ich habe hier safe irgendwelche Rüstungsteile, wo Lucky drauf ist. Hier die Zombie-Sachen. Gibt es vielleicht irgendwas, wo Lucky drauf ist? Auf einem Level, das ein bisschen höher ist? Nee, offensichtlich nicht. Dann disenchante ich mir jetzt mal Lucky. Ich weiß nicht, ob auch Undead drauf sollte. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob es sinnvoll ist, da auch Undead drauf zu packen. Wenn nicht, dann werde ich das natürlich nicht tun. So. Disenchanter. Lucky. Lucky 3. Alles klar. Disenchanting failed. Na gut. Warum denn nicht? Ich habe zum Glück noch eine Sache, wo Lucky drauf ist. Ah, Xavier brauche ich auch noch unbedingt. Stimmt, Xavier. So, Lucky 3. Jetzt muss ich das Ganze natürlich upgraden. Hatte ich tue mal meine Enderperlen raus. Hier nach oben in die Chest. Nochmal Gottäpfel und sowas. Ich will ja jetzt noch nicht PvP'n. Und dann
brauche ich das. Einfach mal Inventar vollpacken. Und jetzt Lucky 3. Einfach mal draufhauen. Dann, gut, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Bam, da ist Lucky 10. Meine Rüstung hat noch 2 Enchantings frei. Da ist Lucky 10 drauf. Jetzt fehlt mir nur noch 1 hier drauf. Vorerst zumindest. Und zwar ist das Xavier. Weiß aber nicht, ob ich überhaupt noch irgendwo eine Rüstung habe mit Xavier. Muss ich mal kurz so ein bisschen gucken. Hier ist kein Xavier drauf. Das ist natürlich ungünstig. Ich guck mal. Also, es war gerade ein super Skydrop und das ist mega nice, was ich alles rausbekommen habe. Also es sind natürlich wie immer ein paar Crap-Sachen dabei, ein paar Sachen, die man eh am Ende wieder Blacksmith. Aber hier zum Beispiel Transformation Stone, ein Bounty Hunter. Das kann man alles schön verkaufen, hoffentlich. Also wenn es gekauft wird, kann man es gut verkaufen. Es wird nur sehr selten leider gekauft. Ein paar Ursseeds und nochmal 5 Arcane Shards. Das heißt, ich habe in dieser Folge dann 121 Arcane Shards geöffnet. Kann ich an den Titel schreiben. Dann sieht man in den Kommentaren gleich, wer das Video bis zum Ende guckt. So, zack, kam natürlich jetzt wie immer nicht so viel krasses Zeug raus. Aber egal, reicht aus. Jetzt Enderperlen rein. Und jetzt habe ich auch Xavier Rüstung, einmal Full Pharao Set. Das packe ich mir noch raus, dann brauche ich wieder meine Bücher und natürlich den Arcane Dust. Na gut, nicht ganz so viel. Dann disenchante ich jetzt einfach mal Xavier 3. Zack, da habe ich das Buch und das muss ich jetzt upgraden. Das dauert jetzt natürlich wieder kurz. GG. Es ist mal wieder ein Skydrop, das heißt hier ganz schnell das Zeug wieder reingepackt. Enderperlen wieder hergeholt. Ja, kommen alle. Und slash spawn. Ups. Mist. Einfach meine Global Chat slash spawn geschrieben. So, dann mache ich hier wieder slash warzone. Random warp. Go. Go. Ja gut, die Insel mag ich jetzt nicht so. Ich kenne ja nur diesen einen Spot. Da. Oh verdammt, ich habe mein Grinding Sword immer noch dabei. Der Typ hat sich auf jeden Fall eine Kiste gegönnt. Und ich bin hier runtergefahren, weil ich komplett inkompetent bin. So, ach komm, ich lasse ihn jetzt. Lieber gönne ich mir selbst noch 3 Kisten, als dass ich töte mit meinem Grinding Sword. Und dafür dann eine Kiste, oder den Inhalt einer Kiste bekomme. Lieber gehe ich nach hier und gönne erstmal 2. Schade, dass ich nicht irgendwie bei Slash Warzone auf South Outpost lande. Das wäre geil, weil auf South Outpost ist halt so ein krasser Spot. So, dann ist einmal ganz oben so eine Chest. LOL! Ich bin gegen das U-Boot geflogen. What the? Ich wollte eigentlich auf diesen Berg. Ha, ich dachte jetzt, ich lande wieder ganz unten, weil das so lange dauert. Kann ich nochmal werfen? 1. Cooldown. Now. Komm, teleporte mich. Nein. Oh Mann. Komm. Ach, RIP. Okay, dann gönne ich mir erstmal die Kiste, die hier ist. Dort oben. Irgendwo. Warte, wo war die hier? In dem Baum, glaube ich, war die drinne. In dem Baum oder in dem? In dem hier. Hier. Eine Arcane Shard. GG. Wurfbare Stärke 2 dran. Der ist auch ganz geil. So, jetzt kann ich richtig cool zielen. So hätte ich es machen sollen. Ich habe nicht getroffen, alles klar. So. Kann ich öffnen? 3 Dekröter. Ein Stormtrain. Easy GG. Geil. So, nochmal in die Safe Zone porten. What the? Was? Was war denn das? Bitte, was? Was war denn das jetzt? Also das hat nicht wirklich Sinn ergeben. Ich wurde einfach an 3 Stellen gleichzeitig geportet. Keine Ahnung. Ist ja auch egal.
Ah, Storm Jane, geil. Da habe ich gleich was Schönes für die nächste Folge. Obwohl, ich glaube, ich sollte ein bisschen sparen und so eine Skydrop-Folge machen. 5 Skydrops in einer Folge, das wäre doch geil. So, nächste Chest looten. Hier drüben. Zack. Item XP Boost, ich dachte schon, Arcane Shard für Pickaxe. Das ist ganz cool. Meine ist zwar Max Level, aber egal. Es wird immer mal verkauft oder gebraucht. Und da kann ich es schön verkaufen. 100k vielleicht. 200, mal sehen. So, jetzt ist hier unten noch eine Chest. Zack. Enchanting XP und ein Paper Schematic nehme ich mir mit. Und ich werde nicht geportet. Wieso denn auch? Wieso sollte ich denn geportet werden? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zum Spawn. Ich habe mal gefragt, ob Xavier 5 maximales Level der Enchantings ist. Mir hat nur niemand geantwortet. Darum gehe ich jetzt einfach davon aus, da das nicht weiter upgradebar ist momentan, dass es das maximale Level ist. Und darum, ja, warte, er schreibt gerade: It's a complicated question. I have Xavier 6, but I'm the only one. Okay, also ist der einzige mit Xavier 6, aber das ist mir egal. Ich nehme einfach mal Xavier 5 drauf. Für den Fall, dass es wirklich Xavier 6 gibt, werde ich das einfach im Nachhinein noch hinzufügen. Also hier meine krasse Brustplatte. Zack, zack. Und dann ist die fertig. Die ist so überkrass. Schutz 6, Haltbarkeit 6, Xavier 5, Lucky 10. Evasion 10, Bunny Boost und Tank 5. Ich weiß nicht, inwiefern das noch viel mehr krass OP gehen kann. Also ich kann mir das nicht so direkt vorstellen, was man da jetzt noch draufpacken könnte. Vielleicht noch Freeze, aber dazu brauche ich noch einen Enchanting-Slot mehr. Wie gesagt, dazu müsste ich das leveln. Das ist ein bisschen, naja, nicht ganz so toll. Den XP-Dings use ich jetzt auch mal schnell. Hier habe ich ein bisschen Arcane Dust bekommen. Ansonsten dieses Zeug hier tue ich mit in die Schwerter- und Waffenkiste. Und dann hoffe ich euch hat diese Folge gefallen. Da ich die Folge sehr früh aufgenommen habe, beziehungsweise noch vor der Schule, weil wir erste Stunde Auswahl hatten, habe ich ein bisschen Schrott geredet, so wie das halt früh immer ist. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.